Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen FIFA Games Video. Heute möchte ich euch gerne erklären, wie man im Forum, ich sag mal, direkt das bekommt, was man haben will. Weil ihr seht euch ja hier bieten ja immer noch andere mit. Wenn man jetzt zum Beispiel, ich sag mal, diesen Weihnachtslicht haben will, ja, den bieten ja immer noch andere drunter mit. Aber meistens ist das so, wenn man diese Person direkt anschreibt, dass sie das dann auch direkt an jemanden verkaufen. Und nicht erst abwarten, bis hier 100 Gebote ein sind. Und heute möchte ich euch die verschiedenen Möglichkeiten zeigen, wie man diese Leute erreichen kann, finden kann. Die erste Möglichkeit ist zum Beispiel, dass man hier auf deren Profil einfach geht, guckt erstmal, ob die auch wirklich scamfrei sind, weil das Ding ist, manche haben ja hier nicht mal drunter, ob sie scamfrei sind oder nicht. Mr. Domax ist YouTuber, der darf sowieso nicht scammen, von dem her ist das nochmal was anderes. Hier kann man auch gucken, letzte Aktivität, letzte Reaktion, also wo die so als letztes drunter geschrieben haben. Aber was hier der interessanteste Punkt ist, und zwar ist hier oben bei, ja, Konversation starten. Und jetzt könnte ich hier zum Beispiel eine Konversation starten, muss ich ja Betreff eingeben, gebe ich ja jetzt keine Ahnung irgendwas ein. Dann schreibe ich Hallo zum Beispiel, dann schreiben wir jetzt hier, ich will alles kaufen. Also dann müsst ihr die Leute halt direkt anschreiben und dann sehen die das hier oben als Privatnachricht, Leute. Das ist eigentlich immer eine recht gute Methode, um die Leute wirklich direkt ein Angebot zu machen und mit dieses und mit das Thema nicht noch weiter höher gerankt wird. Ich kann euch mal erklären, was ich damit meine. Und zwar, jedes Mal, wenn jemand unter ein bestimmtes Thema schreibt, wird das wieder ganz nach oben gerankt. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel unter einem Plot schreibt, was ihr haben wollt, dann wird das wieder ganz nach oben gerankt und dann sehen das wiederum andere Leute, die vielleicht ein besseres Angebot als ihr machen. Also schreibt die Leute immer ruhig direkt an und macht das. So, als nächstes kann man auch noch machen, dass man sie in-game anschreibt. Und zwar wie, Leute? Man kann ja auf deren Profil gehen, weil über mich steht dann zum Beispiel drin, ja, wie alt die sind, welches Geschlecht und so. Hier funktioniert das nun nicht so gut, aber dann kann man immer gucken, welche City-Build die jetzt spielen. Der hat jetzt alle City-Builds angegeben, hat auch noch alle Spielmodi angegeben und jetzt hat er hier zum Beispiel noch seinen Discord-Namen angegeben. Den können wir jetzt zum Beispiel bei Discord ändern, dann wisst ihr ja Bescheid. Ah, okay, hier, ja, ich bin der und der, können wir was zusammen, können wir hier was handeln. So, aber wir suchen uns jetzt mal jemanden, wo man das ein bisschen besser erkennt, würde ich sagen, Leute, der nur ein City-Build zum Spielen hat. Und dann könnt ihr nämlich immer auf dieses City-Bild gehen und die Leute direkt anschreiben. Wir probieren das auch gleich nochmal aus. Es gibt nämlich, wie gesagt, viele verschiedene Methoden. Hier zum Beispiel City-Bild 1 und City-Bild 21. So. So, wartet mal. So, Leute, jetzt sind wir schon in-game. Jetzt sind wir in-game. So, wir haben jetzt den Namen von dem Typen. Erstes Mal könnten wir ihn jetzt zum Beispiel auch bei LabyMod adden und sagen, yo, hier, komm her, ich schicke dir eine Anfrage und dann macht man darüber auch einen Preis aus. Also, wie ihr seht, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten. Aber was man jetzt auch noch machen kann, man kann auf die verschiedenen City-Builds gehen, zu den Plots direkt hingehen. Wenn der Beitrag jetzt nämlich erst ein paar Minuten alt ist, kann man direkt auf die City-Builds gehen, stehen die meisten Leute da noch irgendwie AFK rum. Geht man dort direkt drauf und schreibt die zum Beispiel, sage ich mal, einfach mal per MSG an. Nicht wundern, warum es jetzt hier leckt, Leute. Das ist Spawn, ja, ist klar. Schreibe ich den zum Beispiel einfach mal Hi. Siehst du, der, seht ihr, der wäre zum Beispiel da gewesen und den hätte ich direkt anschreiben können. Wusste ich jetzt zum Beispiel nicht, dass er da ist. Wir schreiben den einfach mal. Irgendwas wollte fragen, ob du Erde hast. Einfach mal irgendwas. Oder man kann auch zum Beispiel direkt auf die Plots gehen und schauen, was die für gebaut haben, ob das, weil man erkennt meistens schon an den Plots, ob die Leute wirklich auf dem Citybit spielen, weil wenn die da jetzt nämlich nur einen Plot mit einer Kiste haben, ja, dann bringt das nichts. Aber guckt immer ruhig alle vier Plots durch, oder manche haben halt auch Plot-Erweiterungen, dann müsst halt alle Plots durchgucken. Ihr seht schon, ich mache mir eigentlich recht viel Mühe dafür, dass ich sag mal, wenn ich was haben will, dann kriege ich es auch, Leute. Ihr seht schon, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten. Ich hoffe, euch hilft dieses Video bei eurem Handeln, sage ich mal, im Forum. Schreibt die Leute, wie gesagt, direkt an. Macht kein Gebot drunter und wenn es nicht noch weiter nach oben gerankt wird. Außer, es sind irgendwie, außer ihr wollt, das ist ein Beitrag von eurem Kumpel, dann schreibt ruhig drunter und macht ein Gebot drunter.
damit ihr auch noch mehr Geld bekommt, euer Kumpel zum Beispiel. Gut, Leute, ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.